So, und jetzt haben wir schon wieder schönes Wetter, nachdem den ganzen Tag schon nachmittags Sonnenschein angekündigt gewesen ist. Ist er jetzt endlich wieder da? Zwar etwas später als angekündigt, aber immerhin. Und deshalb gehen wir jetzt in den Ort hoch, Jawohl. weil wir brauchen nämlich noch ein Brot. So ein Regentag im Wohnmobil ist auch mal gemütlich. Ja. Wir haben es uns schön gemacht, haben was Leckeres gekocht. Hat sogar super geschmeckt. Jawohl. Und jetzt genießen wir schon wieder den Lago Maggiore Ja. und wir Und zeigen euch einmal ganz kurz, wie es da ausschaut im Moment. So, wir hoffen, ihr habt da irgendwas gesehen davon. Ansonsten müsst ihr es euch vorstellen. das sieht jetzt auch nicht anders aus als gestern. Ach so, ja. Hat sich nicht viel verändert. Also, wir gehen jetzt los. Ja. Bleibt sitzen oder kommt mit. Wie ihr wollt. Beides. Schmeckt bestimmt gut. Ein freundliches Lachen kann jeden Menschen verzaubern.
So, jetzt sind wir wieder. Jetzt sind wir wieder in der Schweiz. Wir sind heute Morgen im strahlenden Sonnenschein, konnte man noch mal mit toller Aussicht frühstücken. Frühstücken. Dann sind wir jetzt aufgebrochen und ihr habt ja gesehen, über was für einen Berg oder kurvige Strecke wir gefahren sind und jetzt daher auch wieder. Wir sind jetzt oberhalb von Locarno. Richtig, im Tal von Versaccia. Ja, und da ist ein Staudamm. Jawohl, und jetzt lass mal ich mal runterschauen. Ja, und den schauen wir uns nämlich an, weil es könnte auch gleich zum Regnen kommen. Wenn ihr meint, es ist hoch, dann zeigen wir euch gleich die andere Seite. Ja, und was wir noch sagen wollten, hier wurde ein James-Bond-Film gedreht. Goldeneye. Gut, dass du dich erkundigt hast. Ich habe das irgendwo gelesen. Ah ja, Ich denke, gut. das stimmt. Ich hoffe, das stimmt. Also Ich kenn den Film nicht. sonst könnte er uns ja dann berichtigen, Genau. wenn er jetzt einen falschen Film gesagt hat. Ja. Aber jetzt schauen wir uns den Staudamm nochmal an und Und schau mal, mach mal nach hinten hin. Das sieht aus, wie wenn es da nämlich schon oh, 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 wieder oh, oh. regnet. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns da beeilen. Jo. Ist doch furchtbar. Einmal wollte ich was den Damm runterwerfen. Es ist wieder verboten, den Damm was runterzuwerfen. Du bist ein Kindskopf. So, wir müssen uns beeilen. Da kommt ein riesen Sturm auf uns zu. Das ist die eine Seite. Und jetzt gehen wir zur anderen Seite rüber. Ich habe gerade gesagt, wir müssen uns beeilen, da kommt ein riesiger Sturm auf uns zu. Pass auf, dass die jetzt alle runter wehen, was sie. Pass auf, dass es hier nichts runter weht. Oh. Ich schaue da gar nicht runter. Ich lasse nur mal alle runterschauen. Boah, da kann man gar nicht runterschauen. Ich gehe da nicht hin. Ganz, ganz bestimmt. Boah. Geht es da runter so. Oh. So, sind Kinder wieder, ja? Bevor wir da runter wehen. Ich fliege! Das waren jetzt einige Fahrtbilder, die wir euch gezeigt haben. Wir sind nämlich jetzt mittlerweile auch schon auf dem Rückweg. Wir waren an diesem
schönen Campingplatz, den ihr ja schon im ersten Teil gesehen habt, jetzt gestanden. Und wir blenden auch diese Daten zu dem Campingplatz, also zu dem Stellplatz nochmal ein, der wirklich sehr schön gewesen ist. Ja, weil viele von euch möchte anscheinend gerne mal dahin fahren. Ja, wir stellen das in die Infobox runter. Und anscheinend kam das nicht so gut ganz rüber. Wir hatten die Daten ja schon im ersten Film eingeblendet. Aber machen wir jetzt nochmal. Ja. So, und dann haben wir uns bewusst entschieden, durch die Landschaft zu fahren. Und das habt ihr ja auch im Film gesehen. Wir wollten euch einfach die Impressionen zeigen. Und deswegen haben wir relativ viel Fahrstrecke drinnen, weil das wirklich sehr eng gewesen ist. Und von der Zulässigkeit her grenzwertig mit unserem Gustl, denn es war nur bis 7,50 Meter frei. Und unser Gustl hat 7,49 Meter. Ja, also immer noch richtig. Natürlich, vorbildliches Verhalten von uns und so, ja. Ja, und alles andere sagen wir eh. Nein, es war wirklich eine sehr schöne Fahrt, war sehr interessant und auch spannend. Ja, und dann, eben waren wir ja auch noch an einem Staudamm gestern und es war auch eine ganz tolle Schlucht, aber ich glaube, da haben wir gar nicht so viele Bilder. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, ja. Wir haben dann gesagt, weil auf der Schweizer Seite gibt es nicht allzu viele Wohnmobilstellplätze, das muss man mal ganz klar sagen, die sind alle an Campingplätzen angelehnt. Und wir haben dann auch gesagt, jetzt fahren wir wieder zurück Richtung Deutschland, weil wir da auch noch Verpflichtungen haben. Mhm. Und wollten dann noch eine Zwischenübernachtung einlegen. Wir waren dann an einem Stellplatz bei Bollabrott oder so ähnlich, wo die Klippenspringer sind. Also die Klippen haben wir nicht gefunden, wo die Klippenspringer sind. Mhm. Dafür haben wir einen Stellplatz gefunden, aber der war direkt an der Hauptstraße gelegen für 10 Franken. Und da haben wir gesagt, nee, also das müssen wir uns jetzt nicht geben. Überhaupt haben wir festgestellt, wir sind mehrere Stellplätze angefahren. Dann waren wir in Bellinzona, da ist der Stellplatz unter einer Hauptstraße, also unter einer Brücke. Kostet 20 Franken, also uns geht es nicht um die 10 oder 20 Franken. Nee. Uns geht es einfach darum, dass wir uns dann in jedes Dreckloch reinstellen wollen. Nein, ganz bestimmt nicht. Und laut und alles, das muss es auch nicht sein. Und ja, dann haben wir uns entschieden, wir fahren einfach weiter. Richtung und sind Bernhard dann und suchen uns was. Und sind einfach jetzt durch die Dörfer gefahren. Und siehe da. In San Vittore ist ein wunderschöner Stellplatz. Oder San Vittore. Und den haben wir auch bei Bank for Night eingespeist. Wir möchten aber auch noch ganz dazu sagen, das sind alles so Stellplätze, an denen wir häufig stehen und wo es auch noch nie Ärger gegeben hat. Ja? Nee. Aber wichtig ist halt, dass man, und so handhaben wir das, und das legen wir natürlich auch den anderen, die das machen, ans Herz, dass sie nicht ihr Abwasser ablassen, wie wir es schon erlebt haben, ja, dass sich Leute hinstellen und dann einfach ihr Wasser ablassen, dass dann eine Wasserlache da ist, so nach dem Motto, wenn ich weg bin, kann mir eh nichts mehr passieren. Oder dass man dann auch die Geschäfte meidet, also wir gehen, wenn wir einen Bäcker hier sehen oder ein Ladengeschäft, dann kaufen wir hier unsere Sachen ein. Ja, und also, dass man den Platz halt auch sauber und seinen Müll wieder mitnimmt. Ich denke, eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber es wird häufig von Leuten nicht berücksichtigt. Wenn wir jetzt sowas bei Park von Night einstellen, wir möchten nämlich auch gerne mal wieder dastehen. Also, es wäre schön, wenn sich alle dran halten würden an diese Gepflogenheiten, dass man einfach das alles so wieder verlässt, wie man das angefunden hat. Ja. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber wir haben es schon oft anders erlebt. Ja, genau. Und deshalb wird es auch für uns immer schwerer, irgendwo mal ein Plätzchen für die Nacht zu finden. Ja, wenn das ein paar Mal vorkommt, dass da Wasserlache ist, wenn der Wohnmobil wegfährt, dann ist ganz schnell ein Übernachtungsverbotsschild hier aufgestellt und dann haben alle den Schaden davon. So, das waren jetzt genug Ermahnungen, Ossi? Ja, ich habe jetzt hier nämlich in der ganzen Zwischenzeit unser Frühstücksgeschirr weggespült und jetzt... Tapfer. Ja, aber... Und jetzt... Helle? Ja. Dein Part. Und jetzt fahren wir weiter über den San Bernardino. Es gibt also nochmal ein bisschen Fahrtstrecke. Aber die ist bestimmt schön. Ja, und dann gibt es heute Abend noch unser Käsefondue. Ja, da müssen wir jetzt noch unterwegs dann ein Brot holen. Und natürlich auch noch ein Gläschen Wein oder ein Fläschchen Wein. Ja. Und dann sagen wir noch mal was. Also jetzt kommt, packt eure Sachen ein, dann fahren wir schnell über den Bernardino drüber. Wir räumen hier jetzt in aller Gemütsruhe erstmal auf. Restaurieren uns noch. Jawohl, und dann fahren wir los. Jawohl. Und ihr seid dabei.
So, wir sind hier im Hochgebirge. Und im Hochgebirge zieht man auch passende Schuhwerk an. Ja, Helmchen. Kennen wir sie? Ja, ich habe wenigstens feste Schuhe. Ja. Aber ich habe es trotzdem hierher geschafft, unverletzt. Und ich werde es auch wieder zurückschaffen, auch unverletzt. Ja, das will man doch schwer hoffen. Ja. Also wir sind jetzt auf 2000 und? 65 Meter, glaube ich. Oder 69 Meter, also so um die, kurz vor die 2100. Mhm. Und es war eine schöne Passfahrt. Wir haben euch ja ein bisschen was gezeigt. Allerdings muss ich sagen, von Gustl war es anstrengender als St. Gotthard. Ja, und auch anstrengender als die ganze letzte Fahrt von gestern. Denn hier wollte er mal streiken. Gell? Zwei, drei Mal. Also wir haben ja 180 PS Motor. Ja. Aber ich musste zwei, drei Mal in den ersten Gang zurückschalten, damit er wieder auf Touren gekommen ist. Ja, ja, also wir sind fast stande geblieben dabei. Ja, ja. Aber es ging gut und jetzt haben wir wunderschön kuschelig warm. Ja, im Gustl. Hier draußen, klar, ist wir sind jetzt hier auf über 2000 Meter, es geht ein Wind und es ist schon ein bisschen frisch, aber und, nicht so kalt. Ja, und ohne Aussteigen kann die Ursula sowas nicht vorbeifahren. Nein, also wirklich, das muss man jetzt schon ein bisschen genießen. Ja, also, so, und jetzt haben wir genug genossen und jetzt gehen wir zurück zum Gustl. Ja, jetzt, ja, so ganz gemütlich. Also auf geht's in die Wärme. Und das, was man hier sieht, das kommt demnächst in Köln, Düsseldorf oder Karlsruhe raus. Das ist nämlich ein Teil des künftigen Rheins. Der Rhein entspringt am St. Gotthard-Pass und am San Bernardino, fließt hier runter und vereinigt sich dann bei Reichenau, nämlich kurz hinter Chur, zum Rhein. Und vorher ist es der Vorderrhein und der Hinterrhein. Ja, und zeig mal runter. Hier ist eine Wasserpfütze. Und Helle mit seinen tollen Schuhen, was richtig zeigt, stand natürlich volle Pulle im Wasser. Im Rhein. Im zukünftigen Rhein. Ja, ist ja der Vorderrhein oder Hinterrhein. Ich glaube Hinterrhein. Und dann bei Reichenau wird es der Rhein.
Zum Wohl. Zum Wohl. Haben schon ohne euch angefangen. Ja, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, dass uns das hier nicht verbrennt. Ja. Wie wir ja heute Morgen schon gesagt haben, machen wir ja nämlich heute Käsefondue. Haben wir das schon gesagt? Ich meine, wir haben es gesagt heute Morgen. Also wenn wir es nicht gesagt haben, dann sagen wir es jetzt. Bevor, zum unsere Schweizer Woche. Oh, guck mal, das Feuer da unten. Ja. Unsere Schweizer Woche, die tun wir jetzt. Da ist der Finger. Hier kann schon. Die tun wir jetzt beenden mit einem Käsefondue und einem Feuerwerk. Wir gusteln jetzt abbrennen, dann seid ihr live dabei. Das wollen wir jetzt nicht hoffen. Nein. Was machen wir denn? So. Seite. Ja, also unsere Woche ist vorbei. Wir hatten eine sehr schöne Woche. Mit viel Regen am Schluss. Und auch zwischendurch mal. Die Heimfahrt jetzt war ziemlich regnerisch. Aber so ist es halt. Und so tragisch war es jetzt auch nicht. Jetzt regnet es nicht mehr. Aber wir hatten schöne Tage. Ja. Ihr konntet es ja verfolgen. Wir waren an einem schönen Stellplatz gestanden auf der italienischen Seite vom Lago Maggiore. Und dieser Stellplatz wurden wir mehrmals gefragt, ob wir den nochmal benennen können. Er ist ja im Video ersichtlich, aber wir verlinken den auch nochmal unter diesem Video. Genau. Und ja, das war ja eigentlich eine Tour, die gar nicht geplant war. Wir wollten ja nur ursprünglich in die Schweiz. Und eigentlich ja, wie haben wir ja gesagt, aufs Matterhorn. Aber das, also nicht aufs Matterhorn natürlich, sondern ans Matterhorn. Aber vom Wetterbedingt sind wir einfach immer weiter nach Süden gefahren. Und schlussendlich sind wir halt dann in Italien gelandet. Aber das ist ja das Schöne am Wohnmobilfahren. Oder? Ja. Die Flexibilität. Genau. Und das haben wir sehr genossen jetzt natürlich. Ja, aber zu kurz, also. Ja, nächstes Mal wird's länger. Das ist ganz klar, aber wie gesagt, das war ja nicht geplant. Und es hat einfach wunderbar gepasst. Also, es war schön, dass ihr dabei gewesen seid. Pass auf, dass du den Pulli da jetzt nicht anbrennst, gell? So. Lass mal schnell den Finger hier weg. So. Den Dinger, den Kochlöffel, meinst du? Wir hoffen, es war nicht zu viel Fahrbilder heute. Oh, ja, das war aber so toll und das gefällt uns einfach. Wir mussten es einfach zeigen. Es war schön, am Gotthard da hochzufahren und das mussten wir euch einfach zeigen. Es ist einfach ein Traum und diese Pässe fahren, das macht uns einfach so viel Spaß. Und also der Guschel kam an seine Grenzen heute, gell? Ja, das war schon, also. Und du doch, bei dir ging es gut, nein, oder? Der macht es, glaube ich, gar nichts aus, gell? Nein, das macht nichts aus. Naja, Schweizer Käse verliebt. Ja. Das mache ich nur empfehlen. Oh, was habe ich jetzt hier wieder angestellt? Mann, oh Mann, oh Mann. Der muss einen Schnaps drücken. Normal könnte einen Schnaps rein. Aber wir haben jetzt keinen den zur Hand. Den haben wir nicht da. Ja, und genießen dann das Ganze noch mit. Das fällt mir das Brot da auseinander. Ich glaube, jetzt verabschieden wir uns da langsam, bevor wir Ihnen alle Appetit machen, oder? Ja, also. Das ist typisch Rassi. Da hängt auch noch was, also. Wenn du jetzt dann sauber gemacht hast, können wir ja Tschüss sagen, oder? Damit wir in Ruhe essen können. Genau. Also wir bedanken uns, dass ihr uns zugeschaut habt. Wir hoffen, wir konnten euch ein paar Eindrücke geben von dem ganzen schönen Lago Maggiore und Umgebung. Ja, ein Traum. Ja, und vielen Dank fürs Zuschauen und jetzt verabschieden wir uns. Wenn die Ursi mal kurz das Essen unterbrechen kann. Ich habe Hunger. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch und wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ja, so, Mund ist leer. Also, tschüss zusammen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.